Yo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zum neuen Schrein-Video. Heute wollen wir uns den Nokki Mihi Schrein angucken. Ja, und der liegt in der Höhle drin. Ihr seht das schon wieder, hier ist das Tor. Ja, das hatten wir schon mal. Wir müssen also wieder mit Schneebällen ein Tor umstoßen. Und das ist diesmal, ja, was heißt, nicht ganz so einfach. Ja, man muss diesmal ganz gut zielen, ja. Also es gibt wohl auch die Möglichkeit, dass man hier so einen Schneeball nimmt und dann am Ende des ersten Hanges hier irgendwo runterfallen lässt einfach und dann somit das Tor kaputt macht. Ja, also Link kann nur bis zu einem bestimmten Punkt einfach hochgehen. Ja, also hier. Ich glaube, hier höher kommt er mit dem Schneeball nicht. Nicht wirklich viel höher. Ja, also da gibt es auch dann die Möglichkeit, dass man den irgendwie von hier runterfallen lässt und dann rollt der Schneeball gegen das Tor. Das soll es auch geben. Ansonsten, falls das bei euch nicht funktioniert, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Und das machen wir jetzt, nämlich hier oben gibt es auch noch Schneebälle. Und ja, weil ich suche die mal kurz. So, hier sind jetzt die Schneebälle. Nur für euch noch kurz zur Einordnung, damit ihr wisst auf der Karte, wo befindet sich der eigentlich. So, wir sind wieder oben links, ne? Der gute Nokki-Schrein befindet sich hier. Da ist aber ja das Tor. Das heißt, wenn ihr die Schneebälle sucht, die ich jetzt hier gefunden habe, dann müsst ihr hier oben hingehen, ja? Also hier ist der Schrein, wo kann man sich orientieren? Hier, am besten an dem Kokupi-Schneefeld, ja, das ist hier. Und hier geht er dann, da ist der Hebra-Fluss, rechts vom Hebra-Fluss. Hier befinden sich die Schneebälle und da unten hier befindet sich dann der Schrein. Ja, nehmen wir uns also mal einen Schneeball mit und den muss man jetzt beim zweiten, ja, zweites von links muss man den runterwerfen. Und das machen wir auch einfach mal. So, jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wo ist die zweite Bahn von links? Da muss ich auch nochmal finden. Wir werfen es mal hier rein. Ja. Oh, ich hoffe, das geht jetzt. Ich hoffe, das kommt unten an. Wollen wir mal schauen, ob das Richtige war. Ich wusste auch am Anfang nicht. Ich habe das immer ausprobiert. So, wir sehen den Schneeball. Er rollt runter, er rollt runter. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und da rollt er dann gegen, boom, das Tor. Beziehungsweise in das Tor rein. Also hier müsst ihr den runterwerfen. Ja, wenn ihr diese Stelle hier seht, von da oben runter, hier gibt es eine Abzweigung nach links und nach rechts. Einfach hier runterwerfen. Ich zeige euch das auf der Karte, für die es ganz genau wissen wollen. Da einfach runterwerfen und dann wollen wir uns auf den Weg machen zum Schrein und nochmal im Schrein gucken. Da sind wir auch gleich im Schrein drin, ja. Müssen noch ein kleines Rätsel lösen. Jetzt haben zwar schon, ne, waren schon gut dabei mit unserem Schneeball und so. Aber hier natürlich das Rätsel da oben einmal bitte, zack, das Seil durchtrennen, damit die Kugel runterfällt auf den Schalter und sich die nächste Tür öffnet. So, da gehen wir jetzt natürlich auch rein. Oh, was war das denn? Mein Holzpfeil. Gib mir einen Holzpfeil. Ich und mein Holzpfeil nehme ich natürlich mit. So, jetzt gibt es hier zwei Wege, ja. Der eine Weg ist der hier, ja, dahinter befindet sich der Altar. Der andere Weg führt zu einer Schatztruhe. Hier, das können wir vielleicht auch nochmal kurz machen. Jetzt normalerweise mache ich die Truhen ja nicht, aber komm. Nehmen wir uns die Zeit für die Truhe. Da einfach das linke Seil durchtrennen, damit man dann den Weg zur Truhe frei bekommt. Und auf der Seite hier ist es vielleicht ein bisschen schwieriger am Anfang, wenn man sie noch nicht so ganz zurechtfindet in dem Spiel. Da braucht man natürlich unser Stasi-Modul hier, um das einmal festzumachen. Und jetzt muss man schnell die beiden Seile durchtrennen. Ne? Wenn man das nicht macht, dann fliegt die Kugel halt in eine Richtung. Ist natürlich nicht so sinnvoll. Aber wenn man das erstmal fixiert, dann fällt sie gerade runter auf den Schalter. Und man kann ganz einfach zum guten Seele gehen und sich seine Seele abholen. Hör mal, vielen Dank für die Seele. Ich liebe deine Seele. Du bist der beste Mann. Gib mir immer Seelen. Yo. Jo, alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich will mein Holzpfeil haben. Gib mal mein Holzpfeil her jetzt. So, Dankeschön. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gamer. Tschüss.